Auf einer anderen Bühne sind heute sozusagen die Dancing Stars der Landjugend zusammengekommen. Sie haben sich einer Jury gestellt, die ihnen ganz genau nicht nur auf die Beine geschaut hat. Alle zwei Jahre organisiert die Landjugend dieses Wertungstanzen für Volkstanzgruppen. Heute wurde in Sierning aufgetanzt. Spaß und Freude am Volkstanzen, das haben sie, die Tanzgruppen der Landjugend Oberösterreich. Und fleißiges Proben will auch belohnt werden, mit einem Preis, den man ertanzen kann. Und dafür wird wochenlang gezielt geprobt. Wichtig ist, glaube ich, dass man einfach wirklich regelmäßige Proben hat, dass man die Tänze einfach wirklich gut verinnerlichen kann und natürlich viel Passagen außerüben. Und es sind wirklich immer so gut wie alle Leute da. Und das merkt man dann einfach, dass da was weitergeht. Bei unseren Proben, wir haben immer ein paar Leute dabei, die was uns dann zuschauen und die sagen uns dann so Kleinigkeiten, die was wir vielleicht noch besser machen könnten. Also von dem her haben wir immer ein paar kritische Blicke. Proben haben wir jeden Donnerstag bei uns im Ort. Wir sind auf dem Wertungstanzen unterwegs, bei diversen Bällen werden wir auch gefragt, ob wir tanzen wollen oder Hochzeiten. Dann sind wir auch natürlich beim Erntedank im Ort vertreten. Pflichttänze und Kürtänze sind beim Wertungstanzen gefragt, aber auch für die eigene Kreativität ist Raum genug. Bewertet wird von einer fachkundigen Jury. Wir sind Sanzung, wir marschieren es auf, wie ist die Gleichmäßigkeit, was passiert, wenn ein Föller gemacht wird, was tanzt da, wir gehen es mit denen um. Es wird nicht ganz streng gehandhabt, also man muss schon ein Auge zudrücken und die Musik, also die Tanzgruppen motivieren, das weiter tun. Tanzen ist bei der Landjugend einfach so wichtig, weil das ein Stück österreichische Kultur ist und die wollen wir aufrechterhalten. Wir sehen bei allen Landjugendveranstaltungen, wie gern, dass die Landjugendlichen tanzen, egal ob auf dem Fest oder auf dem Ball. Die Landjugend bietet immer wieder Volkstanzkurse und in Kooperation mit dem Oberösterreichischen Volksliedwerk und der Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz auch die Ausbildung zum Tanzleiter. Professionalität führt zum Erfolg. Von Tanzen her hat es genau gepasst. Ich habe keinen gesehen, weil ich bin ja der Chef, ich muss immer schauen bei den Proben, ob sie gescheit sind. Aber es hat Hippie-Fan hingehört. Und das Gefühl soll sich bewahrheiten. Der Sieg des heurigen Wertungstanzens der Landjugend Oberösterreich geht an die Volkstanzgruppe Altenberg.